Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Video wird heute so, ja, so richtig lecker, muss ich sagen, denn es gibt ein leckeres Hefegebäck, sogenannte Ämlo-Schnecken. Das ist eigentlich nichts anderes wie Zimtschnecken, nur mit halt einer leckeren Ämlo-Füllung. Ämlo kennt vielleicht die meisten, das ist ein leckeres Brotaufstrich. Wir sagen immer dazu das Nutella der marokkanischen Berber. Es wird sehr gerne morgens zum Frühstück gegessen, als Topping genommen für Brot oder Msemmel. Und das Rezept ist mir eigentlich spontan eingefallen und habe es auch direkt ausprobiert und kreiert. Und ich muss sagen, ich war am Ende wirklich positiv überrascht, denn es ist super gelungen und deswegen wollte ich euch das Rezept heute nicht vorenthalten. Ich sehe es jetzt nicht nur als Brotaufstrich, denn man kann viele Sachen damit machen, sei es jetzt in Kuchen, super als Tortencremes verwenden oder als Füllungen oder als Frosting. Also ich habe schon auch schon einiges ausprobiert und ich muss sagen, es ist wirklich top. Und wenn ihr zukünftig mehr Emno-Kreationen sehen wollt, dann lasst es mich einfach gerne wissen. Schreibt es mir am besten in die Kommentare und dann weiß ich in Zukunft, woran ich arbeiten werde. Also wir starten jetzt einfach mal direkt los. Ich habe hier einmal Mehl Typ 550, das nehme ich eigentlich grundsätzlich immer für Hefegebäck. Dadurch wird das Gebäck schön fluffig und weich. Natürlich Salz. Hier habe ich Zucker, etwas Butter, ein Ei, frische Hefe. Ich empfehle euch da aber auch wirklich frische Hefe zu nehmen. Hier habe ich Milch, die hat eine Zimmertemperatur, also die muss auch gar nicht lauwarm sein. Und für die Füllung habe ich hier natürlich Ämlo. Das ist hier hausgemacht und da gibt es bereits ein Video auf meinem Kanal. Schaut einfach mal hier oben vorbei und dann seht ihr, wie man Ämlo zu Hause super einfach herstellen kann. Für den Geschmack noch ein bisschen Tonkabohne und last but not least Zartbitterkuvertüre. Ich gebe zuallererst das Mehl in der Schüssel meiner Küchenmaschine. Hier benutze ich auch heute, weil Hefegebäck grundsätzlich immer sehr, sehr, sehr lange geknetet werden muss. Deswegen, damit es heute nicht so anstrengend wird, mache ich das alles in der Küchenmaschine. Da gebe ich jetzt einfach das komplette Mehl hinein. Brösel darin die Hefe ein. Zucker. Die Prise Salz. Dann gebe ich das Ei mit hinein und zu guter Letzt die Milch. Nun lasse ich jetzt alles schön durchkneten. Zuerst auf niedriger Stufe, circa 5 Minuten lang, und dann gehe ich zum Schluss noch mal eine Stufe höher und lasse das Ganze wirklich bis zu 10 Minuten kneten, damit der Teig am Ende wirklich schön elastisch und weich wird. Wie wär's mal mit Stromquelle? Das wäre schon, das würde nicht schaden. So, jetzt aber. Seht hier, der Teig, also die Zutaten sind zwar schon alle miteinander verbunden, ist auch leicht klebrig, so soll er auch sein, aber noch nicht so, wie ich es haben will. Ihr seht, der reißt noch relativ schnell, deshalb gebe ich jetzt zu guter Letzt die weiche Butter hinein. Der Teig ist wunderbar geworden, nachdem er 10 Minuten in der Küchenmaschine geknetet wurde. Und jetzt forme ich eine kleine Kugel und gebe die wieder zurück in die Schüssel zum Ruhen. Ich decke den jetzt ab und lasse ihn bei Zimmertemperatur ruhen, bis er doppelt an Volumen zunimmt.
Während der Teig jetzt vor sich hin ruht, nutze ich die Zeit und bereite schon mal die Füllung vor. Dafür nehme ich diese Tonkabohnen und reibe nun ein bisschen in die Amlo-Paste hinein. Es gibt jetzt nochmal so ein Amlo besteht hier aus Mandeln plus die Tonkabohne, die schmeckt so leicht nach Marzipan, würde ich jetzt sagen. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Das reibe ich jetzt hier einfach rein. Gar nicht so viel. Oh, ich liebe Tonkabohne. Ihr könnt es natürlich aber auch ersatzlos weglassen, wenn ihr keine da habt. Rühre das Ganze gut durch. So, und das war's. Das stelle ich jetzt einmal beiseite und warte noch auf den Teig. Mein Teig ist jetzt wunderbar aufgegangen. Schaut euch das mal an. Ordentlich an Volumen zugenommen und der Geruch, ich liebe es. Ich liebe es, wenn Teige aufgehen. So, fällt hier auch schon von ganz alleine von der Schüssel. Wunderbar. So, meine Lieben, ich roll den Teig jetzt einmal schön aus. Ich sag euch aber gleich, was er noch für genaue Maßen hat, wenn ich den einmal ausgerollt habe. Versucht den aber möglichst auch rechteckig auszubreiten. Wenn er sich nicht so ganz eckig ausrollen lässt, dann bessert den einfach mit euren Händen nach, so wie ich das jetzt gerade tue, um ihn ein bisschen eckiger in Form zu bringen. So, das reicht auch schon. Von der Stärke ist er ungefähr, also nicht dicker als einen halben Zentimeter. Und die Maßen, ich habe jetzt hier ungefähr 45 mal 45 Zentimeter, also Länge mal Breite. So, jetzt nehme ich meine Amlo-Tonka-Mischung und verteile die jetzt schön gleichmäßig auf den Teig. Also allein schon die Aromen, die hier schon emporsteigen, das ist schon der Wahnsinn. So, und zu guter Letzt verteile ich meine Zartbitterschokolade einfach drüber. Ist jetzt keine backfeste Schokolade, also verteilt sich dann nachher schön mit der Amlo-Paste. Ich fange jetzt hier am unteren Ende, versuche aber anfangs nicht keine großartige Luft dazwischen zu lassen, sonst werden euch die Zwischenräume sehr hohl. Schön eng aufrollen und der Rest geht dann schon von alleine. Ich habe jetzt hier den Fehler gemacht und die Arbeitsfläche nicht mit Mehl bestäubt. Macht nicht den Fehler, gebt ein bisschen Mehl, bevor ihr den Teig ausrollt, dann lässt er sich auch viel besser einrollen. Dann haftet er nicht so. Aber das geht schon. Die Teigrolle habe ich jetzt ganz vorsichtig auf ein Küchenbrett transportiert, damit ich meine Silikonmatte nicht einschneide. So, jetzt schneide ich die in gleichmäßigen Stücken. Benutzt da am besten auch ein scharfes Messer, ein Küchenmesser, damit ihr die Teigrolle nicht platt drückt. Also ein Brotmesser ist da jetzt nicht bestens für geeignet. Ruhig ein Küchenmesser nehmen und in ca. 4 bis 5 cm dicke Teilchen schneiden. Ich ritze da oben die Oberfläche ein bisschen leicht ein und dann drückt das dann ganz schnell runter. Ich habe hier eine Auflaufform, habe ganz wenig Öl da reingegeben und bestreiche den Boden jetzt mit dem Öl. Und jetzt lege ich die Stückchen mit ein bisschen Abstand einfach in die Auflaufform rein. Et voilà, das war's. Jetzt lasse ich sie nochmal zugedeckt für ca. 20 bis 30 Minuten bei Zimmertemperatur nochmal schön aufgehen und dann kommen die in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad.
Ich habe jetzt noch mal eine gute Stunde gewartet und wie ihr sehen könnt, sind die Röllchen jetzt super aufgegangen. Also die hat es uns richtig schön muckelig und warm gehabt und ja, haben in der Zwischenzeit die Form super aufgefüllt. Und damit die Ärmelröllchen noch so diese letzte Saftigkeit abbekommen, beträufeln wir die nochmal so mit etwas geschmolzenen Butterchen. Ja, einfach nur so da drüber geben und dann ab in die Röhre. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Prise braunen Zucker da drüber. Und mit etwas Liebe geht es jetzt ab in den Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und da lassen wir die jetzt für ungefähr 25 bis 30 Minuten lang backen. Während die Schnecken backen, bereite ich in der Zwischenzeit die Glasur vor. In den Puderzucker kommt jetzt ein Spritzer Zitrone für diesen frischen Kick. Und damit es richtig cremig wird, habe ich da jetzt noch einen Esslöffel Doppelrahmfrischkäse reingehauen. Perfekt. Es riecht hier wie in der Backstube, ist einfach nur herrlich. Schaut euch diese Teilchen mal an. Sensationell. Und jetzt, die sind noch relativ warm, gebe ich das Frosting einfach da drüber. Et voilà, fertig sind unsere Ärmelschnecken. Ist einfach sensationell. Also es duftet wirklich, es steigt so ein Duft empor. Ich kann euch das nicht irgendwie beschreiben. Also es duftet herrlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich schneide euch gleich eine mal auf, wenn die so ein bisschen abgekühlt sind. Und dann seht ihr, wie schön fluffig und saftig die von innen sind.